Dann habe ich mich heute mit einem Kumpel zum Mittagessen getroffen, der auch Elden Ring spielt, und haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Und es ist interessant, wie unterschiedlich die Spielweisen sind. Wie komplett anders er spielt als ich. Er sagt zum Beispiel, er ist jetzt im DLC, er ist schon ein bisschen weiter im DLC als ich. Ich glaube, er ist bei Mesmer. Und er hat gesagt zum Beispiel, er hat das gesamte Main-Game plus jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt ist, hat er nur mit einer Waffe gespielt. Ein anderer Nils. Nicht Nils Bohmhoff. Ein anderer Nils. Habe ich Nils gesagt oder habt ihr Nils geraten? Weil der heißt auch Nils. Aber es ist nicht der Nils. Zimmi, du machst mich durcheinander. Genau, und dann habe ich festgestellt, wie unterschiedlich es halt ist, weil ich spiele ungefähr 30 verschiedene Waffen, kann mich nicht entscheiden, probiere alle aus und alle Ash of Wars und so weiter. Und er bleibt bei seinem Moonveil. Von Anfang bis Ende, es gefällt ihm. Und er ändert auch nichts. Und er spielt die Bosse, spielt er mit Geisteraschen, manchmal auch mit NPCs und so weiter. Also es ist ganz andere Herangehensweise. Und ich finde das eigentlich geil. Ich finde das richtig geil, dass man dass jeder so irgendwie, also klar, gut, nur eine Waffe benutzt, ist vielleicht ein bisschen wenig, weil du so viel verpasst, aber wenn es ihm Spaß macht, ey, wer bin ich, das zu kritisieren, ne? Jeder soll spielen, wie er Bock hat. Mir macht es halt Spaß, auch ständig die Waffen zu wechseln und andere Sachen auszuprobieren. Dafür habe ich zum Beispiel mit Incantations, Drachen, Atem und Zaubersprüchen zum Beispiel kaum Erfahrung. Also insofern, jeder wie er mag. Ich habe auch gelesen, dass einige Quests im DLC nur machbar sind, wenn man die NPCs tatsächlich in die Bossfights summont. Das ist natürlich schon wieder so eine Sache, wo ich überlege, ob ich nicht das auch machen soll. Weil wenn du dann so irgendeine geile Questbelohnung kriegst, eine Quest mit Moore habe ich ja schon verkackt. Ja. Und dann habe ich eine Frage, und da könnt ihr mir vielleicht helfen. Das wird nämlich jetzt interessant. Dazu springen wir aber direkt mal ins Spiel. Ich mache nochmal eine gescheite Anmod. Das war jetzt erstmal hier. Ach nee, komm, lassen wir drin einfach. Ist doch auch interessant für die YouTube-Leute. So, wir springen jetzt rein ins Spiel und dann habe ich eine Frage an euch. So. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Das ist ja die Area, die ich quasi dann da frisch entdeckt habe. Da sind wir abgestiegen. Wir sind von hier oben. Von hier war das, glaube ich, ne? Von hier sind wir runtergedroppt, ganz nach unten, und dann hier diesen Kanal lang gegangen, bis hierhin. Jetzt sind wir hier, und hier geht jetzt quasi der Downstream runter, und wir kommen hier wahrscheinlich in ein neues Gebiet. Und ich habe es ja das letzte Mal schon gezeigt, da hinten, hier ist das Bonfire, und da hinten, wenn wir hier ein bisschen weitergehen, da sehen wir schon, naja, man sieht es ein bisschen, da sehen wir schon diesen Drachen. Ja, sehen wir noch einen Furnace Golem, aber wir sehen da hinten. Warte mal. Sehen wir den Drachen. Ja, man kann es nicht gut erkennen, aber da sehen wir hier diesen ausgehöhlten Drachen oder was auch immer da ist. Also ich gehe mal davon aus, dass das ein anderer Zugangsweg zum Drachengebiet ist. Hier geht es nämlich weiter runter. Ja, und das ist momentan der Status quo. Ich habe mir die Freiheit genommen, noch eine Waffe abzugraden. Und zwar ist das die Lurias Tree, habe ich auf plus 9 gemacht. Warum? Ganz einfach, weil ich eine geile Holy-Waffe wollte. Und das ist eine geile Holy-Waffe. Und warum die geil ist, zeige ich euch. Wie zeige ich euch es am besten? Und zwar dieser Silurias Woe ist einfach völlig insane. Und zwar die Reichweite von dieser Attacke. Ihr würdet jetzt denken, dieses Reh hier vor mir ist vielleicht sicher, aber checkt das ab. Okay. Jesus Christ. Das war mal wieder typisch. Jesus Christ, warum triffst du denn jetzt nicht das verdammte Reh, Mann? Immer wenn ich was vorführen will. Mann! Okay, das Reh da hinten. Guckt euch die Reichweite an. Okay?
Guckt euch die Distanz an. 5000 Damage. Auf Stufe 9. Und ich habe noch nicht mal Face gelevelt. Und guckt euch bitte diese Distanz, also die Reichweite. Das ist einfach komplett insane. Also das ist wirklich richtig krass und kann noch sehr, sehr handlich werden. Plus Holy Damage. Ansonsten kann die Waffe nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Man sieht es hier, sie ist ultra langsam. Es ist keine Waffe, die ich jetzt liebe zu spielen. Aber diese Silurias Woe ist einfach eine der krassesten Ash of Wars, die es gibt. Ansonsten ist die Waffe leider... Also wahrscheinlich wäre sie sonst auch zu krass, wenn sie auch noch ein geiles Moveset hätte. Aber sie ist halt einfach ultra langsam. Kann sie kaum benutzen. Aber haut ganz gut rein und wie gesagt, Holy Damage und halt auf Distanz. Nimmt allerdings auch sehr viel FP weg. Na gut, ich habe jetzt dreimal geschossen, einmal getroffen. Egal, das wollte ich nur mal... sagen, dass ich die abgegradet habe. Ansonsten sind wir natürlich erstmal mit meinem Standardkram zusammen unterwegs. So, und jetzt habe ich eine Frage. Und dazu müssen wir ins Main Game, nicht in den DLC. Und es geht um Red Lobster Guy. Es geht um Red Lobster Guy. Ich habe das tatsächlich, die Quest, nie richtig gemacht. Auch in meinem ersten Run nicht und auch im NG Plus nicht. Und ich befürchte fast, dass ich es schon verkackt habe. Ja, YouTube kein Livestream. Nikola war gerade dran. Wir haben gerade technische Probleme. Wir kriegen es gerade nicht so hin. Leider. So, hier ist Brawl Guy. Ich weiß natürlich, dass man die Quest irgendwie machen kann, dass der später an der Stelle hier irgendwo auftaucht, glaube ich. Hier an dem Fluss, wenn ich mich recht entsinne. Oder war es woanders? Ich meine, es war hier. Kann aber auch hier gewesen sein, ne? Ich glaube, es war hier. Und später kann man dann sehr geile Buff-Items bei dem kaufen. Aber ich weiß nicht, wie diese Quest geht. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Wenn ich mit ihm laber, sagt er nur Piss off. Und ich kann nur Leave machen. Für den bräuchte man Rie... Ah, okay. So, sobald man Haus Vulkan gemacht hat, geht das nicht mehr. Ah, okay. Das ist scheiße. Du brauchst die Kette von der einen Frau im Turm. Hä? Hängt mit dem Dung-Eater-Quest zusammen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Und die Dung-Eater-Quest, die habe ich, glaube ich, auch immer falsch gemacht. Den kann ich nämlich auch bis heute... Kann ich den Dung-Eater nicht summonen. Was ich sehr schade finde, ist eine der wenigen Spirit Ashes, die ich nicht summonen kann, weil ich die Quest immer irgendwie falsch mache. Die Dung Eater nicht. Hast du die Kette? Welche Kette ist das? Ich weiß nicht, ob ich sie habe. Ist sie bei den Key Items? Welche Kette? Ich glaube, ich habe sie nicht. Von Rhea. Ich weiß auch nicht, wer Rhea ist. Wie gesagt, ihr fragt mich jetzt Sachen. Ich sag ja, ich kenne ja die Quest nicht. Deshalb ist natürlich schwer. Die steht irgendwo in einem kleinen Turm. Ach, die ist das. Ah, ich weiß, wen ihr meint. Die steht doch dann im Vulcan Manor. Ja. Die steht doch dann da irgendwo im Raum rum, ne? Ich glaube, das habe ich schon verkackt. Warte mal, wie können wir das denn rausfinden? Wo ist denn hier der scheiß Eingang vom Manor? Manor. Prison Town Church? Wo ist hier der normale Eingang? Volcano Manor. Ich glaube, das ist schon vorbei, die Quest. Hier ist schon... Oh, hier liegt ein Item. What? Tonic of Forgetfulness. That's a new one. Tonic that benefits... Tonic... A gift bestowed by Rykard Sworn, blessed by Lady Tarnath, who has not used for it. Okay.
Das ist theoretisch für Ria. Und die steht doch dann... Steht die nicht hier? Oder steht die... Oder ist das... Hier steht die doch dann immer. Serpent Bone Blade. Impaling Thrust kann man hier kaufen. Mach ich mal. Ist immer so dumm, dass man nicht weiß, ob man die schon... Corruption. Ich glaube, ich habe die alle. Da sollte einfach immer stehen, ob man die schon hat oder nicht. Meiner Meinung. Meine Meinung, Leute. Meine Meinung. Okay, das bringt mich alles hier null weiter. Einfach kaufen, was soll der ganz? Ja, ich brauch's aber tatsächlich einfach nicht. Ja, ich kann es auch kaufen, aber es ist auch einfach scheißegal. Ja, also hier ist keine Ria. Hier ist übrigens auch kein Patches. Also ich glaube, nochmal im See schauen, südlich der Akademie. Ich glaube, das ist, der Zug ist ab. Weil Wolkenmänner ist ja eh schon ab, ist ja schon fertig. Rykard ist ja schon tot. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn man sie dann noch hier irgendwie am See... Wisst ihr noch, wo die war ungefähr? Ah, siehst du, if you kill Rykard before speaking to Ria in her room, inside the dungeon, she will disappear from the manor and her quest will become impossible to complete. In der Pagode beim Fernglas-Symbol. Hier. Ja, die wird da nicht mehr sein. Wir können gucken, aber ich glaube, es ist verkackt. Krass. In beiden Runs verkackt. Im ersten Run habe ich aber noch mit ihr gesprochen. Im ersten Run habe ich auf jeden Fall auch mit Ria interagiert und Sachen gemacht. Ich weiß aber auch nicht mehr, mit welchem Ergebnis. Ist das die Pagode? Was auch immer eine Pagode ist, ey. Ihr für Wörter kennt. Ja, die ist safe. Die ist weg. Hier müsste die sein, ne? Ja. Shit. Ja, wahrscheinlich ist es keine Pagode, ne? Wahrscheinlich meintest du was anderes, aber ist egal. Pagode passt und keiner hat dich verbessert, also nehmen wir es. Aber anyway, also die Quest ist, glaube ich, ruiniert. Ich krieg nicht mehr die geilen Krabben zum Buffen. Was sehr, sehr schade ist. Wie geil das einfach ist hier mit dem Teleskop, ne? Dass du einfach hier so reingucken kannst. Das haben sie im DLC auch nicht mehr drin, glaube ich, das Teleskop.
bisschen unlogisch, das Teleskop, wenn man es genau nimmt. Also es steht ja hier am Boden und dann kriegst du eine Vogelperspektive. Aber da ist ja auch ein Vogel drauf. Also wir wissen nicht genau, wie dieses Teleskop funktioniert. Egal, es heißt ja auch Bird's Eye Teleskop. Also insofern... Gut, aber dann können wir uns hier wieder verpissen und gehen wieder in den DLC, weil also... Bringt ja alles nichts, ne? Das ist, wie es ist. Schade, dass es da nicht noch einen alternativen Weg gibt oder gab oder gäbe. Was habe ich denn eigentlich hier? Was ist denn? Könnten wir theoretisch natürlich auch. Petrol wegen dem dicken Ding. Okay. Wir nehmen noch Kung Fu mit rein. Oder? Ja. Nehmen wir Kung Fu mit rein. Was ist denn Kung Fu? Ja, wenn der Buff eh nicht stackt mit Flame Grant Me Strength, dann ist es eh egal. Ist jetzt auch nicht so. Ist jetzt auch kein Dealbreaker. Es wäre schön gewesen. Einfach, aber. Ja. Jetzt hier gefährliche Sprungeinlagen machen, ne? Ja. Aber da ging es noch runter, da unten. Ah, da ist noch. Okay. So ein bisschen aufpassen, wo wir hier runterspringen. Nicht, dass es da noch was zu snacken gibt. Wenn wir dann nicht mehr zurückkommen. Wobei, wir können uns eh immer wieder hochbeamen. Dank dem Bonfire, aber... Was man hat, das hat man. Lass mal hier den riesen Wasserfall abchecken. Kann ich da mal rein? Oh, dumm. Au. Lol. Also wenn es dumme Arten gibt, in diesem Spiel zu sterben, dann könnt ihr sicher sein, dass ich sie rausfinde. Ich habe immer das Gefühl, das Spiel versucht mich so oder so zu... So wie... Letzte oder vorletzte Folge, wo ich einfach, wo mich einfach eine Wand getötet hat, wenn man es mal ganz genau nimmt. Was ausprobieren? Komm. Hui!
krass, schon gestorben, bevor ich nach unten geknallt bin. Ey, Julia, was geht ab? Dieses Jahr wieder Dosenbeats. Yes, yes, ja. Ob ich auflege? Ja, vielleicht ein bisschen, ne? Ich muss mal gucken. Ich habe auch sehr viel Arbeit auf der Gamescom. Weiß nicht, wie lange ich es aushalte, aber ein bisschen hibbidi-hopp. Ein bisschen Party-Schmadi. Wer hat Tickets gekriegt? Innerhalb von 5 Minuten haben wir... innerhalb von 3 Minuten waren die ersten 500 Tickets weg. Und ich überlege, ob ich mich jetzt nicht als Partyveranstalter selbstständig mache. Links rum oder rechts rum? Ja, es war rechts rum. Überlebe ich das? Ja. Endlich mal was überlebt. Kann man hier rein ins Wasser? Ist das Laufwasser oder ist das Todeswasser? Ich glaube, hier kann man laufen. Hier, kleiner Trick. Wenn man das Licht anmacht, kann man nicht mehr runterfallen. Also dann sieht man, wo das Laufwasser endet und wo das tiefe Wasser beginnt. Jetzt kann man hier nämlich noch ein bisschen den Boden erkennen. Okay, die Tiere hätten eventuell auch einen Hinweis geben können. Die Tiere, die hier laufen. Aber hier ist nichts. Wir können hier mal Mock shackeln, aber... Nee, können wir nicht, weil wir auf dem Pferd sitzen, aber mir auch zu faul abzusteigen, ehrlich gesagt. Okay, wir gehen weiter. Mal wären wir da lang gegangen, das wäre links rum gewesen, ne? Wir checken auch nochmal ab. Bin ich jetzt hier? Okay. Immer noch quasi unterm Startgebiet. Alter, was ist das denn? Ach, ein goldenes Riesenschaf. Habe ich ja schon mal gesagt, die kommen angerast, wenn man die kleinen gelben Schafe angreift. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Berühmte letzte Worte. Da sollen wir nicht lieber erstmal... Guck mal hier. Dann wird er schon hellhörig. Er passt gut auf seine Kleinen auf. Hier, ich zeig's euch. Guck. Okay. Wieder mal der Vorführeffekt. Alles, was ich sage, stimmt offensichtlich nicht. Okay, Furnace Giant oder Golem oder wie auch immer. Ich hätte gern Bonfire, damit ich nicht immer wieder da hinabsteigen muss. Hier muss doch irgendwo ein Bonfire rumfliegen. Rumliegen, da ist doch was, oder? Nee. Mal wieder nur ein goldenes Schaf. Irgendwo ist hier 100% ein Bonfire. Komm hier, Saki-san. Be good. So, was ist hier los? Was ist mit ihm?
Guck mal, seht ihr, wie die Blitze sich auf Wasser ausbreiten? Auch ganz geil, oder? Aber wo kommen die Blitze her, ist die Frage. Wer schießt die? Er? Hier muss ja irgendwo ein Bonfire sein, Freunde. Geht's einfach noch weiter? Ey, was ist hier eigentlich los? Wieso geht dauernd mein Fernseher geht immer aus und wieder an und aus und wieder an? Ich muss hier mal kurz einmal. Ich weiß nicht, warum das. Ich habe immer so für ein paar Sekunden, so alle 2 Minuten habe ich für 1 Sekunde oder 2 Sekunden Schwarzbild. Klingt nicht so schlimm, nervt aber. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, es passiert, es wird gleich wieder passieren, wenn ich in einem Bossfight oder so bin. Ey, das ist ja krass. Hier geht's immer noch weiter runter? Oder sieht das nur so aus? HDCP-Handshake-Fehler, okay. Was macht man dann? Was macht man bei einem HDCP-Handshake-Fehler? So, wir reiten wie immer erstmal hier um das Gebiet rum, um uns einen Überblick zu verschaffen. Da scheint es wirklich noch runter zu gehen, Leute. Über das Debug-Menü auf HDCP 1.4 downgraden und testen, ob es weiterhin passiert. Okay. Naja, da habe ich jetzt echt noch wenig Lust. Zumal es die letzten Male ja immer ging. Oh, da liegt der Drache. Mit dem Loch im Bauch. Da ist doch noch ein ganzes Stück weit weg. Okay, hier kommen wir aber sowieso nicht runter. Ja, dass sie hier nicht irgendwo ein Bonfire hingemacht haben, ich kann es gar nicht glauben, ehrlich gesagt. So, hier noch die Wand abreiten. Kann ja immer mal irgendwo ein Höhleneingang oder irgendwas sein. Ich sag euch, ich habe schon alles erlebt. Oh, der hat, sehe ich das richtig? Hat der verstärkte Beine? Oder nicht? Auf jeden Fall einen neuen Angriff. Jesus. Hört gar nicht mehr auf. Eieiei. Okay, hier ist halt einfach kein Bonfire. Was soll man denn machen? Solche, ich
gegen den Kämpfe so scheiße. Wie kriege ich denn da in den was reingeworfen? Von hier. Ich müsste irgendwie über ihn kommen. Jesus! Alter! Was hat der für eine Reichweite, bitte? Von da oben könnte man gut was in ihn reinwerfen, oder? Holy shit! Lightning Perfume Bottle. Geil. Aua. Soll ich gegen den rollenden Typen hier kämpfen? Bin ich so sicher, ehrlich gesagt. Jetzt eigentlich die neue Waffe perfekt dafür. Wo ist sie denn? Ist ein bisschen zu schnell. Da bin ich direkt hier. Nein. Scheiße! Hollemoy, still du! Was wäre denn hier? Was wäre denn hier? Sag mal! Da. Geil. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Man sieht halt, dass FromSoft nur mit Wasser kocht. Okay. Das ist ja mal eine harte Erkenntnis. Was hast du gedacht, dass das Zauberer sind? So, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Das muss doch hier irgendeinen Sinn ergeben. Also, irgendwo muss doch hier ein Abstieg möglich sein. Ist ja irgendein HSV-Fan in der Nähe. Jetzt haben wir zumindest rausgefunden, dass es hier nicht runtergeht.
Ah, jetzt bin ich nämlich wieder hier, aber jetzt geht ja schnell. Es geht ja schnell. Wisst ihr, was ich glaube? Naja, die ist zu klein, die Krabbe. Die hat keine Chance. Ich habe gedacht, wenn man die Krabbe verzaubert, dass sie für einen angreift, dass sie dann den Golem platt macht für uns. Aber ich glaube, die Krabbe hat keine Chance gegen den Golem tatsächlich. Also irgendwo muss hier was sein. Ist hier irgendwo ein Windkanal? Ich sehe nichts. Irgendwo muss ja hier was sein. Hinter mir wird einfach alles niedergebrannt. Ah, doch, da geht's ja weiter. Ich weiß ja, ich habe mir selber vorhin hingeguckt. Hier geht's weiter. Freunde. Hier geht's weiter. Oh. Cerulean Coast. Alter. Komplett neues Gebiet. Was geht, was geht, was geht? Oha. Das ist aber schön hier. Oh, haben wir da einen Topfboy? Da nicht. Mal aufpassen, dass wir nicht wieder die Topfboys verscheuchen. Könnte natürlich hier auf der anderen Seite gewesen sein, jetzt einer. Das wäre natürlich typisch FromSoft, dass sie den hier hinstellen, sodass du ihn nicht siehst, dann kämpfst du gegen die Typen und er verpisst sich und du wirst nie erfahren, dass überhaupt einer war. Oh, was haben wir da? Interesting. Miyazaki und seine Grabsteine, ey. Rechtzeitig zum neuen Captain America Trailer bin ich am Start hier, wie ihr seht.
So, mein erstes Ziel wäre es tatsächlich, da hochzukommen. Das sieht aus, als ob man da komplett außen rum gehen müsste, um hier hochzukommen. Um dann in den Fire Golem einen Topf zu werfen. Weißt du, wie ich meine? Das wäre so ein Anliegen. Komm her. Hundertpro ist hier irgendwo ein Topfboy. Wie man einfach nicht trifft! Saubraten. Wird es von Jack und mir ein DLC Co-Run geben? Ja, das Problem ist, dazu müssten wir auf dem PC spielen und da habe ich halt meinen Char nicht. Das macht es ein bisschen schwieriger. Wir müssten dann erstmal das normale Spiel durchspielen. Oder bis Mock spielen. Ich meine, es geht relativ schnell, aber ja, ist dann natürlich immer so eine Sache, wenn man die ganzen Items nicht hat. Aber denkbar ist es auf jeden Fall. Aber das geht eh erst, wenn ich durch bin mit dem DLC und das wird auf jeden Fall safe noch dauern. Ich bin zwar Deutschlands bester Let's Player der Welt aus Deutschland, aber ich bin nicht Deutschlands schnellster Let's Player der Welt aus Deutschland. Ich genieße das auch einfach. Ich habe das schon so oft gesagt, ich wiederhole mich gerne. Ich liebe das hier einfach richtig langsam an jeder Wand vorbeizulaufen und mich 10-mal umzugucken und es ist einfach, so spiele ich diese Spiele halt. Und das riecht doch zum Himmel hier. Fährt so? So prominent und doch so scheiße. Was ist das für ein Vieh? Sieht irgendwie strange aus. Da sind auf jeden Fall wieder die Typen. Sehr weitläufig hier. Da müsste ja jetzt auch ein Grave Glovewort sein. Ja. Tada! Leute, wer sind die 5 nervigsten Promis? Lasst uns mal über sowas reden, während ich hier erkunde. Die 5 nervigsten Promis Deutschlands. Heidi Klum, Pocher. Okay, schon 3-mal Pocher genannt. Elton. Beide Kaulitzen. Etienne Gade. Okay. Er hat mich Promi genannt. Das ist das schönste. Schönste Tag in meinem Leben. Wendler. Ich finde halt.
damit ein Promi nerven kann, muss der natürlich auch irgendwie prominent sein, also regelmäßig irgendwo auftauchen, ne? Also ein Wendler, ich sehe von dem halt nichts. Also der kann mich gar nicht nerven, weil ich gar nichts mitkrieg von dem. Scholz, Moses P. und Abdi von Cello und Abdi, das ist sehr spezifisch. Kuchen-TV. Ist das schon ein Promi? Vielleicht müssen wir den Begriff erstmal definieren. Also schön das Gebiet hier ist, aber viel ist ja hier erstmal so, zumindest auf den ersten Metern ist hier nicht, ne? Oh, guck mal, die Inseln da hinten. Geil. Kommt man da wohl auch hin? Ricarda Lang. Wer ist denn nochmal Ricarda Lang? Ist das nicht diese QVC-Verkäuferin? Ist das Ricarda Lang? Da verwechsel ich die jetzt. Oder war das Ricarda M? Wer ist nochmal Ricarda Lang? Es gab mal so eine komische mit so einem Pferdegesicht. Also, die hatte sich so operieren lassen, dass ihr Gesicht. Ne, nicht Pferde, so wie sagt man so. So ein operierten Gesicht halt. Kaderlot. Verwechsel ich die mit Ricarda Lang? Es gab mal so, nee, nicht wie ein Pferdegesicht, stimmt gleich, Katzengesicht meinte ich, nicht Pferdegesicht, Katzengesicht. Die sieht aus wie eine Katze. Die hat sich so viel operieren lassen, dass sie so aussieht wie so eine Katze. Ja, Politiker sind für mich, ich weiß nicht, ob man Politiker auch als Promis bezeichnen kann. Das ist so, irgendwie ja, aber ihre Funktion, also es ist so ein bisschen, natürlich sind die irgendwo auch prominent, ja. Also sie sind halt prominent, weil sie Politiker sind, nicht weil sie irgendwas, ja, ach, keine Ahnung. Politiker ist eine eigene Kategorie, ist eine Subkategorie von Prominenten, würde ich sagen. Hier ist wirklich nichts zu entdecken hier. Über den Wasserweg kommen wir da auf jeden Fall nicht hin. Aber irgendwie traue ich der Ruhe hier nicht. Hier sind zu viele Grabsteine, als das hier. Gehe ich mal besser zu Fuß. Christian Streich. Da bin ich dabei. Oh, die Dinger sind scheiße. Die Dinger sind scheiße. Diese Kristalldinger da. Die kennen wir noch aus dem Main Game.
so ein bisschen aufpassen. Im Trailer hat man damals auf diesem blauen Blumenfeld einen Kampf gegen eine rot gekleidete Schwertkämpferin gesehen. Stimmt, da war was. Lena Meyer-Landrut, auch ganz schlimm. Ja, die finde ich auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Aber auch da, also... lässt sich ja recht gut vermeiden. Was ich mich immer frage ist, no hate oder so, aber ganz ehrlich, wer hört ihre Musik? Wer steht morgens auf, macht Spotify an und sagt, ja, mach mal ein bisschen Lena Meyer-Landrut? Also ich kenne original niemanden. Aber gut, das gleiche frage ich mich auch bei Mario Barth oder so. Also es gibt offensichtlich, die Geschmäcker sind... Man schließt immer zu sehr von sich... Man geht immer von sich aus. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade angreife, aber es ist tot. Aber, ja, man geht immer von seinem eigenen elitären Geschmack in allem aus. Bis man dann feststellt, die Welt tickt anders. Mark Foster kann ich noch ein bisschen nachvollziehen, tatsächlich. Der hat so zwei, drei sehr catchige Songs, so Pop-Songs, wo ich mir vorstellen kann, dass Kids drauf abfahren. Meine Kinder können da auch mitsingen. Das ist so harmlose Musik, die mal auf so einem Kita-Fest oder so gespielt wird. Jetzt habe ich mich hier komplett verlaufen. Aber Lena Meyer-Landrut außer Satellite, den sie damals vor 20 Jahren rausgebracht hat. Und den fand ich schon grenzwertig, ehrlich gesagt. Immer grenzwertig, wenn deutsche Pop-Leute versuchen, so auf Englisch Pop zu machen. Ey, diese Grave Glove Watch, die könnt ihr euch doch eigentlich mal komplett in den Hintern schieben. Ah! Der dümmste Tod, ey. Olli Schulz? Echt? Olli Schulz als nervigster Promi? Warum? Olli Schulz ist doch ein guter. Also ich freue mich auch immer, wenn ich den sehe. Ich meine, der hat auch... Weiß ich nicht, er war ein bisschen omnipräsent vielleicht eine Zeit lang. Aber musste dann wahrscheinlich auch mitnehmen alles. Aber Olli Schulz ist, finde ich, immer noch einer von den Guten, ey. Also, da fallen mir doch andere ein, die ich, wo ich mein Hate drauf konzentrieren würde. Ein sehr großer Grabstein hier. Und die sehen aus, als ob sie was bewachen. Die haben sogar schon ihre Härchen hier. Bewacht ihr irgendwas? Ja, die Geissens natürlich.
Den will ich doch. What the fuck? Ist der irre? Okay, man darf in diesem Spiel wirklich niemanden unterschätzen. Nicht, dass ich das nicht schon gewusst hätte, aber dass der gleich so aggro wird, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Halleluja, hat der mir eben auf die Fresse gehauen, ey. Elias Mbarek, okay. So, passt mal auf. Dann testen wir doch jetzt mal einen neu hochgelevelten Holy Spear. Ich weiß nicht, ob Holy bei denen gut ist, tatsächlich. Ja, ist ganz gut. Es empfiehlt sich immer, etwas Holy zu Hause zu haben. Love it. So, jetzt habe ich schon wieder hier komplett die Übersicht verloren, was ich hier schon gemacht habe und was nicht. Wenn ich da runtergefallen bin. Spirit Gravestone. Alter, diese Drecksviecher. Okay. Ich sag ja, die Teile sind richtig scheiße. Vor allem, weil ich die überhaupt nicht sehe. Katrin Müller-Hohenstein bin ich komplett dabei. Aber so generell diese ganze ARD, ZDF Sportkaste. Die sind mir einfach zu clean. Die sind so... Die sind echt... Die sind mir... Die sehen alle aus wie aus einem... Als ob die geklont werden oder so, wisst ihr? So, irgendwie... Wie eine Sekte. Ja, ohne Scheiß. Diese ganzen Moderatoren beim ZDF-Sportstudio und so, die wirken alle so... Die sind so überkorrekt freundlich und... als dann auch Jochen Breyer dann da gemeint hat, man darf nicht... Spielermaterial sagen, das passt so 100%. Die sind einfach so überkorrekt und so. Kein normaler Mensch ist so, wie die sind. Wisst ihr, was ich meine? So, mir ist schon klar, dass die ja jetzt nicht irgend so einen Bahnhofspenner einstellen, der da die Sportschau moderiert und dann irgendwie sich am Arschkratzen auf den Boden spuckt. Aber irgendwie so Moderationsroboter, die da immer in den Öffentlich-Rechtlichen einstellen. Ich kann mit denen... Ich konnte das noch nie. Also auch so ein Johannes B. Kerner. Ja, und was ich spannend finde, und das finde ich auch eine ganz tolle Sache, und da haben wir jetzt nochmal gefragt,
ich habe ihn jetzt bei mir, Julian Nagelsmann, wie fandest du jetzt? Wir haben hier gerade zusammen festgestellt, es war ja ein sehr spannendes Spiel. Wie kam das bei euch in der Mannschaft rüber? Ihr sah ja aus, als ob ihr... So redet doch keiner! Wie macht man denn jetzt diese Viecher da platt, ey? Was macht man denn gegen die? Ich, ehrlich gesagt, weiß ich's gar nicht. Kann man die irgendwie kaputt machen? Ach so, wenn man die triggert, dann sind sie weg? Okay. Das heißt, einmal durchrennen oder was hier? Und hier haben sie bestimmt irgendwo so einen Topfboy hingestellt. Boah, Alter! Das ist nicht so leicht, an den vorbei wegzurennen, ey. Ja, Netzer und Delling waren ja dagegen noch sehr erfrischend früher. Mario Basler ist auch extrem nervig. Ja, das... Aber irgendwie den finde ich unterhaltsam, Mario Basler, muss ich sagen. Also da kann ich eigentlich gar nicht... Gott, Eddie, lol, die Blitzviecher gibt's auch im Schneegebiet. Was willst du mir jetzt damit sagen? Weil es die im Schneegebiet gibt, sind die nicht ein Pain in the Ass oder was? Alter, das haut ja so krass rein, das Ding. Der Basler ist halt ein Typ, darum mag man ihn. Ja, so einfach ist es dann aber auch nicht, ne? Weil Typ kannst du sagen, weiß ich nicht. Arafat Abou-Chaker ist auch ein Typ, den mögen auch nicht so viele. Also, weiß ich nicht, ob das allein als Erklärung ausreicht. Wie lange ich jetzt schon hier durch dieses Gebiet dappe, ich einfach immer wieder sterbe.
8 nicht skippbare Werbung. Okay, das ist viel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist da irgendwas in den Einstellungen neu oder anders. Ansonsten einfach einen Sub da lassen. Oh, da ist ein Bonfire. Hier bin ich auch das letzte Mal runtergefallen, direkt vorm Bonfire. Einfach Prime Sub hier lassen. Wenn ihr Amazon Prime habt, Twitch mit Amazon Prime verbinden und auf Sub-Button gehen, Sub verschenken, kostet euch keinen Cent. Gute Sache. Immer nice Sache. Immer nice, immer nice. Das sieht fast so aus. Ah, kommt man da hoch? Ich weiß es nicht. Nee. Ich glaube, da kommt man nur runter. Ne? Die Grabsteine, da kommst du eigentlich immer nur runter. Weil der Abstand zu hoch ist. Ja, ja, da kommst du nicht hoch. Kommst du nicht hoch. Romperzong, danke für deinen Sub. Dixon needs to go. Danke für deinen Sub. Mit der Preiserhöhung von auf 4,99 pro Sub heißt das, dass Streamer auch wieder mehr vom Prime Sub kriegen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Prime Sub Erhöhung gibt. Ich weiß es nicht, ob man dann mehr davon kriegt, tatsächlich. Oder ob Amazon einfach mehr behält. Ja, man kann auf jeden Fall auf die Inseln, aber ich glaube nicht hier über diesen Weg. Mein Junge, dein Handy vibriert alle 10 Sekunden? Mein Handy vibriert alle 10 Sekunden? Warum? VfB hat angeblich Demirovic geholt für 21 Millionen. Okay. Ich habe wirklich auf mein Handy geguckt jetzt, weil einer im Chat schreibt, dein Handy vibriert. Soweit ist es schon. Gleich sagt noch einer, mach mal einen Ofen auf und ich renne hoch und mache einen Ofen aus. Schön entladen lassen hier. Und dann gibt es hier nur so dumme Ruhe. Da ist schon wieder so ein Ads-Typ. Dürften alle gewesen sein, oder? Die SGE könnte gleich mal am ersten Spieltag den BVB klatschen. Ja, leider sehr schwieriger Auftakt. Direkt auswärts beim BVB, die ja auch sehr gut aufrüsten. Zurzeit, was man so liest.
Oh, what the fuck? Alter, das ist ja wie in Demon's Souls. Guck dir das mal an. Reichweite aus der Hölle. Catch. Das war doch die gleiche Attacke wie in Demon's Souls, die Dreckstypen, die Zauberer im Gefängnis. Wisst ihr noch? Gravekeeper's Cookbook. Peak Bone Arrow. Einen neuen Pfeil. Eine neue Pfeilsorte. Ja, ich sag mal so, ne? Wer spielt denn mit Pfeil und Bogen in diesem Spiel? Das ist ja die große Frage. Aber ist das ein Hinweis? Müssen wir hier irgendwas mit dem Pfeil und Bogen zerschießen? Geht's noch runter? Ach, guck an. Eine Höhle. Und es geht noch weiter. Und hier? Oh, ich dachte gerade, das ist Eis und da sind so Risse im Eis und man kann hier drauflaufen. Wäre jetzt fast schon da drauf gegangen, aber das wäre natürlich super dumm gewesen und deshalb mache ich es nicht. Aber hier geht's runter. Runter. Okay, er hat's doch entdeckt. Digga, ich entdecke alles in diesem Spiel. Was habe ich denn bislang noch nicht entdeckt? Also, jetzt natürlich außer, dass ich das... Ich habe ein DLC noch nicht durch, aber... Das finde ich ja fast schon frech, davon auszugehen, dass ich hier so eine Höhle nicht finde. Das Problem ist eher, was mache ich jetzt? Springe ich hier runter oder was? Ja, komm, oder? Kein Problem hier. Ich habe mir schon gedacht, dass es so eine Höhle gibt, weil im Main Game am Anfang... Gibt es ja auch einen Strand und da gibt es ja auch diese Höhle mit der Dragon Convention da und da gab es ja auch... Egal. Ich habe keinen Bock zu reden. Bock 90! Danke, lass mal zur Dragon Convention. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die sind schon aggro. Ach du Scheiße, was geht hier? Was geht hier? Was geht hier? Alter, die explodieren. Und nicht zu knapp. Müssen wir hier mal mockshackeln oder was? Krass, die kannst du auch als, kannst du gar nicht anvisieren als Gegner. Doch, jetzt schon. Die Reichweite von der Explosion ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Guck. Geht voll klar. Ist noch mein erster DLC-Run und der wird auch noch dauern, Leute. Lass mir Zeit. Aber deshalb entdecke ich auch alles.
Oder wie viele Let's Player kennt ihr, die den Captain America Build spielen? Siehste? Guck's dir an. Ja, die meisten finden diesen Schild und denken sich, oh toll, neuer Schild, brauche ich wie ein Kropf. Ja. Mhm. Wo sind wir denn jetzt? Great Glove World. Na gut. Ich habe mir überlegt, mal bei einem Boss auch eine Geisterasche zu benutzen. Nachdem ich Relana so unfassbar geil weggeklatscht habe mit Parrys, habe ich, glaube ich, auf alle Zeiten bewiesen, dass ich der Beste bin in diesem Spiel. Oh, das wird wieder einige Comments triggern. Und dann kann ich ja jetzt, nachdem ich Skill bewiesen habe, darf ich ja dann vielleicht wieder Spaß haben. Okay. Aber wir sind einfach nur hier. Okay, aber es ging ja in der Höhle auch noch in eine Richtung. Ich frage mich, kommt man wirklich nur durch die Höhle hier hoch? Hätte man da nicht irgendwie da über die Steine oder so? Hätte man hier echt anders hochgekonnt? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut. So, hier sind wir runtergedroppt. Hier ist die andere Seite. Ja, also ich meine, ich habe ja auch an Relana, weiß ich nicht, 6-7 Stunden trainiert, bis ich sie hingekriegt habe. Also es geht natürlich. Aber es ist halt die Frage, ob das so erstrebenswert ist. Es ist halt schon Zeit. Aber es hat auch Bock. Also es hat nicht nur Bock gemacht. Relana war halt schon irgendwie ganz cool, aber es war auch ein bisschen nervig tatsächlich. Man muss schon auch immer gucken, dass man noch Spaß hat am Spiel, ne? Und ihr natürlich auch. Wobei ich glaube, euch gefällt es ja immer ganz gut, wenn man... Hack is going on. Ja, mal nix treffe hier. Ach, schießen könnt ihr auch, oder was? Ja, manche Sachen muss man mit Hummer nehmen, ey. Deshalb seid ihr doch hier, Leute. Ich weiß doch, warum ihr hier seid. Ist hier noch was? Ach, das Licht war schon an. Ich wollte gerade das Licht anmachen. Aber war schon an. Neue Lampe. Ein Upgrade für die Lampe würde ich feiern. Ich sag, es kommt noch einer. Nee. Ah, wir mockschicken nochmal.
Aha. Hä? Warte mal. Laufe ich falsch? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ich glaube, ich laufe falsch. Sieht aus wie so ein Gehörgang von innen. Kennt ihr diese Ohrkameras, wo man sieht, wie man sich so den Popel aus den Ohren zieht? So sieht das aus. Schon den neuen Beverly Hills Cop gesehen, ja. Folgst du mir nicht auf Letterboxd? Da schreibe ich das immer rein. Letterboxd. Etienne to go. Ich habe, glaube ich, 3 Sterne gegeben. War okay. Oh. Crap. Blaue Lagune ist das hier. Berserk habe ich geguckt, ja. Allerdings, also ich habe die 3 Filme geguckt, die Golden Age oder wie heißen Filme. Ich habe die ersten 3 Folgen der Serie geguckt, wollte ich unbedingt weitergucken, hat mir geil gefallen. Und die Mangas habe ich leider auch noch nicht gelesen. Also ich bin so ein bisschen drin, aber es geht, glaube ich, noch tiefer rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wer die Serie geguckt hat, weiß, wovon ich rede. Wieso haust du das immer in den Sand? Aus der Luft geholt. Das war knapp. Ah, ich weiß natürlich, wo die Frage herkommt, weil Dark Souls und Miyazaki und so natürlich große Berserk-Fans sind. Das erinnert mich übrigens daran, dass ich schon lange, ich vergesse es nur immer wieder, das Berserk-Schwert mal upgraden wollte. Das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Das soll ja auch komplett Imbar sein. Wo ist es denn? Bin ich schon vorbei? Immer kleiner die Waffen. Ne, hier ist es. Hier ist Great Sword. Das Berserk-Schwert. Wollte ich immer mal upgraden. Das können wir eigentlich mal machen. Eine richtig schöne Bonkwaffe. Pam! Habe ich aber irgendwie, habe ich halt nie gemacht. Muss ich mal machen. Oh, der hat rote Augen. Och, was? Wieso? Das Schwert gibt einem ein gutes Gefühl. Sehr gut. Wie sinnvoll halte ich eine Elden Ring oder Dark Souls Verfilmung? Also ich sag mal so, die Lore und das ganze Setting gibt natürlich schon viel her, ne?
Die Frage ist, wie will man es umsetzen? Also das ist noch so ein bisschen das, ich habe noch, also als Anime oder so könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Oder auch so wie Arcane. Aber mit echten Schauspielern, so wie The Witcher, oder als Film, so mit echten Schauspielern. Also das weiß ich nicht so richtig, weil du hast halt eigentlich nicht so klassische Charaktere irgendwie. Du hast nicht den klassischen Held. So irgendwie, ich weiß nicht, wie man es genau machen würde, ehrlich gesagt. Kannst du natürlich erfinden, den Held. Perfumed Oil of Rana. Use FP to spout flames forward. A small bottle. Das ist ein Item. Oder was? Hey, wo bist? Bist doch kein Item. Bist du Waffe? Was bist du? Bist du Waffe? Was? Bist du blöd? Bist du bisschen blöd? Da ist es doch. Sag ich doch, bist du Item. Okay. Oh, das kostet aber viel. Das kostet aber viel FP. Das ist auch nur Flame of the Red Mains. Bisschen weiterer Spread. Ist das so geil? Kostet ganz schön FP, muss ich sagen. Christopher Lambert, wäre der nicht geeignet als Schauspieler? Also der ist ja Schauspieler. Deshalb ist er wahrscheinlich auch ganz gut geeignet als Schauspieler, aber ich weiß nicht, ob er geeignet ist für Elden Ring, ey. Keine Ahnung, welche Rolle? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, ey. Ich hätte nur Schiss, dass es am Ende so Herr der Ringe mäßig, also wie die Serie wird. Also das darf auf keinen Fall diesen Herr der Ringe Look haben. Es muss wirklich richtig schmutzig, es muss so Game of Thrones mäßig sein. Also richtig schmutzig und stinkend und dreckig. Und ich würde auch ein High Production Value erwarten, aber dann die ganzen Monster und alles, wie willst du das machen? Ich kann mir das fast nicht vorstellen als Realverfilmung. Als, wie gesagt, als Anime kann ich mir das sehr gut vorstellen. Gibt ja auch schon einen Manga, aber alles andere weiß ich nicht. Guck mal, die gucken doch in irgendeine Richtung. Was guckt ihr euch an? Genau hierhin guckt ihr. But why? Guckt ihr da drüben hin? Sehnt ihr euch nach dem Festland? Ist es das? Oh, das ist ein Boss hier. Ein Bossraum. Da ist doch immer der Death Knight drin. Sag nicht, dass da schon wieder ein Death Knight ist. Ich sag's euch, hier ist schon wieder ein Death Knight drin. Ah, warte mal, dann ist doch Holy gar nicht schlecht, oder? Haben wir einen Death Knight hier? Southern Nameless Mausoleum.
sag euch, da ist wieder ein Death Knight drin. Und was ist es? Dancer of Rana. Okay, kein Death Knight. Roll Catch. Lol. Okay, das war ein bisschen cheap. Dancing Blade of Rana. Dancer's Hood, Dancer's Dress, Dancer's Brazier and the Trousers. Das checken wir natürlich direkt mal ab, die Waffe. Ist ja klar. Sorry dafür, dass der Kampf jetzt so schnell ging. War ein bisschen cheap. Was soll ich machen? Oh, ist das wieder ein Dingsblade? Nee, Curved Sword. Okay, ich dachte schon. Das für ein Move? Die tanzt ja wirklich. Oder er. Also die Waffe. Aber was soll denn das bringen? Vielleicht für ein PvP oder was? Du hast ja hier ein riesengroßes Fenster immer, wo du getroffen werden kannst. Okay, dann haben wir noch Unending Dance. Okay, kann man halt wirklich einfach die Taste gedrückt halten. Lol. Ja, das kann man mal ausprobieren, aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob das genug Power hat. Das hat keine Hyper-Armor. Das ist wahrscheinlich aus jedem Angriff rausgedroschen, oder? Das ist natürlich geil, dass es so ein Never-Ending-Ding ist. Ich hab das Gefühl, die Waffe ist nicht die stärkste, ehrlich gesagt. Da hab ich Besseres im Arsenal. Übrigens hier die Lightning Perfume Bottle haben wir auch noch gar nicht probiert. Oh, okay, funktioniert genauso wie die anderen. Ich glaube, die haben sie genervt, wenn ich nicht... Ich hatte sie ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber die hatte wohl ein One-Hit-Bug, irgend so ein Bug auf jeden Fall. Noch Death Knight's Longshaft Axe. Was war denn damit nochmal? Ach ja, das war die Nummer. Ich glaube, die kann ganz gut reinhauen, die Waffe. Die bonkt, glaube ich, ganz gut. Die könnte man mal sich überlegen. Lightning Damage noch. DE. Die kann man sich mal überlegen. Das ist immer noch die beste Waffe. Meine Lieblingswaffe.
Eine meiner Lieblingswaffen. Ich kann nicht sagen, es ist meine Lieblingswaffe, aber es ist schon eine, die ich schon sehr gerne mag. Zusammen mit Perry. Das ist schon sehr gut. Aber styletechnisch könnten wir tatsächlich mal gucken, wie das hier aussieht. Oh Gott. Doch, lieber Captain America. America! Fuck yeah! Nee. Gehen wir einfach weiter. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Falsch. Ich schätze fast, das war's schon hier auf der Insel, ehrlich gesagt. Das war schon so ein bisschen das Highlight hier, glaube ich. Dieser Bosskampf. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass die Waffe so gut funktioniert hat. Gegen Death Knight wäre es schwerer geworden. Aber die Tante ist halt jedes Mal meine, in meinem, also es hat vom Timing so perfekt gepasst und ich wollte es jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Deshalb habe ich es dann halt einfach abused, beziehungsweise ist es abusen. Ich will mich jetzt auch nicht dafür entschuldigen, dass ich endlich mal einen Boss First Try gelegt habe. Aber... da war ich gut vorbereitet, weil ich mit was Schlimmerem gerechnet habe, als ich dann tatsächlich bekommen habe. Aber es war ja auch nur so ein komischer NPC-Boss, also. Ich glaube. Ja, gut, also ich glaube, ich habe immer so Schiss, was zu verpassen, aber ich glaube, es ist nichts mehr hier. Haben wir hier am Strand vielleicht noch irgendwas übersehen? Da war ich zumindest noch nicht. Nee, das war schlecht. Das war knapp. Hier ist nix. Okay. Pinguine lasse ich leben. Ansonsten. Ist hier nix. Gut, dann könnten wir theoretisch. So, gar kein Bonfire auf der Insel gewesen. 4 Smartphones gleichzeitig auf 4 verschiedenen Social Channels. Wovon redet ihr, Chat? Weiht mich ein. Ich weiß nicht, worum es geht. I see. Please. Hugh was always so slay the god. Geht gut.
Shubidubidu, where are you? Scooby-Dooby-Doo meine ich natürlich nicht. Shubidubidoo. Die sind auch geil eigentlich, die Great Stars. Doppel-Great Stars. Richtig schöne Bonk-Waffe eigentlich. Plus Bild, plus Bleed. So, machen wir auf 24. Und dann machen wir da noch eine gescheite Ash of War rein. Zum Beispiel Lion's Claw kann man da auf jeden Fall reinmachen. Crackblade ist auch nicht schlecht. Habe ich noch einen Lion's Claw? Oh, das ist auch nicht schlecht. Giant Hunt ist nicht so ohne. Aber... da ist doch Lion's Claw. Hä? Was ist denn Savage Lion's Claw? Das sehe ich ja jetzt erst. Das sind ja zwei unterschiedliche. Seht ihr das? Lion's Claw und Savage Lion's Claw. Ich gar nicht. Krass, wieder was gelernt. Okay, dann gucken wir mal. Heavy kommen wir auf 760. Achso, wir können es uns ja anzeigen lassen. Hm, was ist hier für mich am besten? 800 Quality. Ich glaube, Quality ist schon... krassesten, oder? Und zeigt er das nicht an? 802, der sagt, zeigt nicht... Also zeigst du nicht die Veränderung an? Also, weil ich dich ausgerüstet habe. Der ist es die Keule. Jetzt raff ich's, ich bin ja so dumm. Okay, jetzt... okay, jetzt... 826, 763. Bleibt doch auf diesem Bildschirm. Quality haben wir. Blatt, nur mal zum Testen. 732. Ich glaube, es Quality it is, oder? Eddie, hattest du eigentlich bisher Glück oder hat dir schon jemand den Endboss gespoilert? Ja, ich habe mir den quasi selber gespoilert, weil einfach, also es gab kein Entkommen sozusagen. Ich folge zu vielen FromSoft und Elden Ring Accounts und krassen und Sachen im auf Social Media, dass ich leider relativ schnell gespoilt wurde.
Immer noch Fat Roll? Krass, was? Warum? Trotz Air Tree Favor? Das ist ja krass. Nee, den Kampf habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe mir nur, also, ich weiß nur, wer der Boss ist. Ja, das ist natürlich schade, dass dieser Spoiler stattgefunden hat, aber ich habe, es ließ sich einfach nicht verhindern. Da muss man sonst für 3 Monate das Internet ausmachen. Muss ich einen leichteren Helm nehmen? Oh, der ist gar nicht so schwer. 4 Kilo? Ist doch nicht schwer für einen Helm. Ja, was Stylisches, was weniger wiegt. Ja, ärgerlich. Was mache ich denn jetzt? Ist ja fast ein Grund, ein bisschen zu farmen und sich ein paar Level Endurance zu geben, tatsächlich. Aber habe ich jetzt irgendwie gerade keinen Bock. Ein Samurai-Helm. Auch scheiße. Ist auch zu wenig. Der Helm bringt nichts. Ich müsste eine andere Rüstung nehmen. Tatsächlich. Die nicht altert? Hä? Kann man die überhaupt Ronin's Armor? Kann man die? Ich mag das eigentlich immer nicht so, wenn da hinten so viel noch rumschlabbert. Aber ich glaube, die kann man gar nicht. Dancer Stress kann man tatsächlich verändern direkt. Und dann sieht die komplett anders aus. Guck. Das ist ja interessant. Doch, die kann man ändern. Siehst du? Dachte ich mir doch. Kannst eigentlich fast immer das nervige Cape wegmachen. So sieht es besser aus. Ohne Cape. So, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch mal ganz kurz zur Finger Maiden oder das, was von ihr übrig ist. Denn theoretisch kriege ich ja noch hier vom Dancing Lion eine Belohnung. Und zwar entweder die Ash of War, Divine Beast Frost Stomp, was sehr heftig klingt, oder Raises Potency of Storms. Sind wir ehrlich, werden wir nicht benutzen. Wenn dann das. Wenn dann die Ash of War, oder? Übrigens, diese Waffe hier, Grafted Dragon, total unterschätzte Waffe. Wenn man die absolut hochlevelt, ist sie ein absolutes Biest. Als Fistwaffe.
kleiner Tipp. Ich nehme die Ash of War. So. Jetzt ist natürlich das Ding. Da ist übrigens... Da ist die Map. Die Waffe sieht bekloppt aus? What? Die Waffe sieht bekloppt aus? Chat, was geht ab? Aber macht dann der Savage Lion's Claw macht hoffentlich genauso viel Schaden wie die normale Lion's Claw, also Poise Damage vor allem. So, und dann können wir hier Charged Spells. Ja, das müssen wir eigentlich alles so lassen. Kannst überlegen, ob du Two-Hand Attacks tauschst gegen Charge Attack Enhancer. Ich weiß gar nicht, ob Jump Attacks, Enhanced Jump Attacks, hat das mal einer getestet, ob der Claw Talisman das könnten wir nochmal testen. Kann ich doch mal testen. Weil die Lion's Claw, das heißt ja sogar Claw. Klappt nicht? Okay, muss ich es gar nicht testen. Okay. Schade. Weil es ja offensichtlich eine Sprungattacke ist. So, wir gehen jetzt erstmal die Map holen, weil es ist ja hier nicht auszuhalten. Und dazu müssen wir einfach in den Süden. Wo ist der Süden? Einfach hier runter. Da hinten, wo der blaue Strahl ist. Ich habe es schon markiert. Mein Gott. Ghost Flame Dragon aus dem Nichts. Tatsächlich habe ich genau die richtige Waffe für den. Hä, wieso hat das nicht getroffen? Hat getroffen. Wen soll die Scheiße treffen? Steck doch mal ab jetzt! Nein, ich verpasse es. Okay, scheiße. Oh, so nervig. Ich hasse das. Dieses Zeitfenster war zu kurz. Hä? Okay, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Ich weiß gar nicht, was mich gerade getötet hat. Aber wir haben natürlich eine noch bessere Waffe für Drachen. Wo ist sie? Haben wir? Ja, hier. Unser Dragon Killer. Den können wir eigentlich auch noch. Egal, lass mal so.
Nein! Alter, ich bin ja der allerdümmste Mensch. Kann ich direkt wieder ans Bonfire gehen? Ich habe einfach mal beide Mana-Flas aus Versehen. Ich wollte das Pferdchen rufen. Jesus Christ. Immer dieses Buffen. Hä? 5000, Alter. Ich mal wieder nicht getroffen habe. 7000, weil ich noch mitgewischt habe. So wird er nicht gestaggert. Wer sind die denn jetzt? Down. Wer seid ihr denn eigentlich, ihr Lullis? Könnt ihr mir das mal sagen? Und wieso seid ihr immer noch da? Nice. Also ich muss vor den Lullis hier weghauen. Und das sind immer Untote. Alter, wie viele sind denn hier? Willst du mich verarschen? Jesus. War das ein Somber-Smithing Stone eigentlich? Ja, krass. Nice. Nicht ablenken lassen. Ich wollte zur Karte. Man kann sich ja auch nicht ablenken lassen. Es ist einfach überall was. Also doch schon. Uiuiui. Haben wir jetzt fast... hier fehlt noch was. Und dann haben wir alles. Das ist hier. Nur noch dieser Map-Part und dann haben wir offensichtlich den ganzen DLC aufgedeckt, ne?
Okay, hier war der Drache. Hier sind wir lang gegangen. Guck mal, wie geil das aussieht. Hier dieser liegende Drache. Was für eine Fläche der einnimmt. Wenn man so rauszoomt, sieht man es gar nicht, dass das ein Drache ist. Aber wenn man ranzoomt, sieht man es. Fällt niemandem auf, dass die Map aussieht wie ein Engel? Hä? Wo siehst du denn einen Engel? Das hier, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Maria-Kopf oder so, ne? Meinst du das? Ja. Ein Herz könnte man hier auch sehen. Eine Handgranate. Also ich gebe es zu, das sieht schon ein bisschen aus wie so ein Kranz oder eine Krone. Und das hier ist auch kein Zufall mit den Augen und dann den... Ja, vielleicht ist da was. Vielleicht ist da was. Du willst mich nicht angreifen. Du willst mich angreifen. Macht doch nicht so einen Quatsch. Jetzt muss ich euch umhauen. Selbsterwähltes Schicksal. Running R2, auch sehr nice. Das war knapp. Das war knapper als geplant. Hier dieser kleine Riss da im Boden. Och. Da bist du jetzt aber selber schuld. Was hat Mama immer gesagt? Keine Rollen am Abhang. Shadow Tree. I likey likey. Nectar Blood Burgeon. Calf Birds calls. Colossus. I abandon here my doubt and vacillation. Okay. You do you. Rollen und R1. Hm. Wie geil das da aussieht. Man, er fliegt zum Flügel. Knapp.
Nein, Hände. Erstmal hier. Spinnenhände oder wie die Dinger heißen. Dumm. Ich jetzt da runtergefallen. Da sind wir hergekommen, oder? Ja. Aber war ich jetzt schon hier? Nee, oder? Das heißt, das wäre dann links. Was ist diese... diese Zunge da, diese Landzunge. Autsch. Aua! Die stehen hier richtig Spalier, wenn man hier so lang reitet. Das ist extra so gemacht, dass die hier alle rauskommen und gucken. Aber die Roten, die sind sauer. Und da hinten ist ein Devil-Fässer. Aber der wird doch nicht bis zu mir kommen, oder? Hab ich mir gedacht. Was sind das, Schlaf? Ein bisschen aus nach Schlaf. Sehr gut. Und noch eins. Stark. Und jetzt noch einmal hier rüber, bitte. Vorne. Das ist aber nicht nett, was du hier machst, Boy. Kann man eigentlich noch irgendwas staggern in diesem Spiel? Ach nee, jetzt treffe ich auch nicht. Lol, wie er hinfällt. Jetzt will ich auch nicht mehr. Na gut. Egal. Hefty Crackpot. Ja, der alte macht mehr Poise Damage, oder? Der einfache Lion's Claw. Kann das sein?
Kann das jemand mal verifizieren, wirklich mit empirischen Zahlen? Ich habe auch das Gefühl, der einfache Lion's Claw macht mehr Poise Damage. Aber wahrscheinlich machen zwei hintereinander mehr als ein vom normalen. Ich habe auch das Gefühl, das merkt man auch, dass der ein bisschen weniger Wucht hat. Meine ich. Zu fühlen. Aufwärtsspringen in dem Spiel. Nein! Why? Was ist denn los, Torrent? Seit wann kannst du denn nicht mehr gescheit springen? Alter. Jetzt werde ich aber sauer. Ich will da unbedingt hoch. Vielleicht von der anderen Seite. Ah ja, jetzt habe ich mir die Seite ausgesucht, wo es tödlich endet. Sehr schlau, ja. Es kann ja nicht sein, dass der hier nicht hochkommt. Aber es ist, weil es aufwärts geht, aber es geht. Ich wusste es doch. Tot! Nein! Lebendig! Tot! Ich weiß es nicht! Kämpf, Torrent! Du darfst niemals aufhören zu rennen, Torrent. Für den Rest unseres Lebens. Niemals auf. Hör niemals auf. Survivor. Nice. Das war einfach mal wieder Weltklasse von mir. Wäre mir fast runtergefallen, Torrent. Guck mal. Deep Purple Lily. Guck mal, von da hinten kamen wir heute. Da hinten am Horizont, wo der Furnace Golem da rum macht's ganz schön weit weg. Aber viel ist hier auch irgendwie nicht, ne? Viel Blau. Viele Grabsteine. Es kann natürlich immer sein, dass an irgendeinem dieser Grabsteine mal was ist, aber... Ich weiß es nicht. Wer kämpft? Ach, ihr. Ja, die Frage ist vor allen Dingen auch, nachts müsste man das ja eigentlich auch nochmal abchecken. Nicht. Was ist denn gut gegen diese Drecksviecher? Alter. Hm.
Das wäre mehr als man denkt. Irgendwas farmen? Sandrina's Disciples Cookbook. Eternal Sleep Grease. Das ist ganz geil. Kannst du deine Waffe einschmieren mit Schlaf. Ach, ich würde mich auch gerne mal mit Schlaf einschmieren. Das ist nix, ne? Chat. Das ist nix. Ist aber auf der Karte. Relativ prominent dafür, dass ich der Meinung bin, dass da nichts ist. Vielleicht ist es doch was. Ach du Scheiße, noch mehr von den Dingern, ey. Oh, das könnte doch nach unten gehen. Ist das Weiße da unten nicht sogar ein Item? Alter, das geht nach unten. Bruder. Das geht nach unten. Hier, da geht's runter. Ich werde nicht mehr. Ey, das ist so geil, das Spiel. Aber erst gucken wir, was hier ist. Einzige Problem ist... Was ist denn eigentlich das letzte Bonfire gewesen? Das ist schon ein Stück weg, ne? Ich habe kein Mana mehr. Aber hier geht's verdammt nochmal runter. Oder? Doch, hier geht's runter. Safe. Überall sind diese Viecher.
Das ist ja geil, dass es noch tiefer geht. Es geht noch tiefer. Autsch. Das hat wehgetan. Ich sag doch, da ist ein Item. Kurz aus dem Augenwinkel hat es mich angeleuchtet. Das macht gar keinen Schaden bei denen. Geht's noch weiter runter? Ich habe gar nicht geguckt, was ich gerade eingesammelt habe. Ich habe nur eine Seele, ne? Geht's echt richtig weit runter sogar. Da unten ist ein Bonfire, Leute. Leck mich am Arsch, ey. Miyazaki ist so ein Teufelskerl. Wir sind jetzt schon 300 Meter oder so unter dem Startgebiet. Und alles ist connected miteinander. Keine einzige Ladezeit. Ich sag's euch, Leute. Das ist schon ganz gutes Game Design. Ey, der DLC ist so gut. Ich gehe davon aus, dass das Ideen sind, die nicht ins Main Game es rechtzeitig geschafft haben. Und dann haben sie sich gesagt, dann machen wir das für ein DLC. Aber deshalb ist die Qualität auch so hoch, weil das eigentlich der geile Scheiß fürs Main Game werden sollte. Nein, das ist zu weit. Oh, okay. Oh, Bonfire. Okay, aber ich glaube, da geht's jetzt wirklich nicht mehr runter. Aber ey, weißt du was? Hier ist ein Bonfire. Fuck it. Na gut. Warte. Das riecht ein bisschen nach Bossroom hier. Er ist recht mit dem Bonfire. Ist da ein Foggate? Nee. What the fuck? Ein neues Gebiet wieder? Und wie geil sieht's bitte aus, Leute?
Wir sind einfach mal hier unterirdisch. Wenn du früher da gewesen wärst, wäre das Gebiet von einem Siegel verschlossen gewesen. Da du in der Nähe der Shadowburg warst, ist eine große Rune kaputt gegangen. Das war der Trigger für dieses Gebiet. Ach. Sieh an. Geil. Ey, das ist ja einfach nur Hammer. Guck dir mal an, das sieht ja so geil aus von den Farben. Das sieht aus wie ein Gemälde, ey. Okay, Leute. Hier machen wir das nächste Mal weiter. Was ist eigentlich die Uhr? Was haben wir noch? 10 Minuten. Shit, eigentlich wollte ich jetzt Schluss machen, aber ich habe jetzt gerade kurz Bock. Okay, komm, 10 Minuten noch. Ich will noch kurz gucken, was hier abgeht. Da geht's erstmal wieder hoch. Das hat. Die geht auch schneller, die Lions Claw, die normale. Lol. Ey, irgendein Schwachpunkt haben die 100 pro irgendwas. Irgendeine Waffe macht die bestimmt One-Hit. Irgendein Element. Was haben wir denn hier? Cold? Hä? Habe ich das nicht gerade angezogen? Nee, also cold ist es schon mal nicht. Es geht, aber... ist es schon mal nicht. Lightning. Ja. Auch nicht so richtig. Feuer, sagt ihr? Habe ich überhaupt eine Feuerwaffe? Mein Cestus habe ich. Boah, habe ich mich erschreckt. Jesus, ich habe mich nicht erschreckt.
Ich bin in meinem Leben noch nie erschreckt. Aua. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist vielleicht eine Alternative und... Es geht. Nein, das solltest du doch gar nicht machen. Es hat doch geklappt, aber mit dem Diskus. Der Diskus hat ihn runtergeballert. Hier, da sieht man noch die Blutspur, die nach unten führt. Das war ja nice. Ich hatte aus Versehen nicht zweihändig equipped den Finger und deshalb bei L2 gedrückt und dann hat er den Diskus geworfen und das war genau richtig. Accidentally super. Was war das? Holy shit, wo kommst du denn her? Aber eine Menge von den Dicken hier, ne? Aber die sind zum Glück sind die nicht so schlimm. Oh, der war eine Sekunde schneller als ich. Ich dachte schon,
Das war das Bröckeln vom Boden unter mir. Wieso nehme ich jetzt eigentlich die Axt, wenn ich mir gerade das geile Gatz-Schwort gemacht habe? Finde ich viel geiler, oder? Not sure. Das ist schon geil. Allein die Reichweite. Oh. Nein! Ich dachte, er wird erwischt von meinem Schwert. Und da ist schon wieder ein Shadow Tree da hinten. Shadow Tree Fragment. Da gehen wir jetzt noch schnell hin. Kann man hier gar nicht... Ach, hier kannst du gar nicht färtchen. Hier kannst du gar nicht färtchen! Ist das schon, geht das schon als Verb durch? Double Whammy. Nice. Perfekt, der andere noch dazugekommen. Oh, Rocket Beans! Rocket Beats! Rocket Beats! Rocket Beats! Oh, ich habe gar nicht die Totale richtig eingestellt. Ich kann nicht auf die Totale schalten. Und das hier, was ja völlig falsch ist. Ritznittle Rocket Beans. Ich wollte eigentlich jetzt auch gar nicht mehr lange machen. Ich habe gesagt, ich habe ehrlich gesagt, vor 15 Minuten habe ich gesagt, ich mache noch 10 Minuten. Rocket Beans, Rocket Beans, Rocket Beans. Ja, Leute, was geht ab? Ich bin hier, Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr Elden Ring kennt, ne? Ist so ein Spiel, ist egal. Ist halt so ein Underground-Ding, egal. Auf jeden Fall, ich habe schon wieder ein neues Gebiet entdeckt. Tief unter der Erde. Ich glaube, ich bin weltweit, also jetzt Real Talk, Leute. Ich glaube, ich bin weltweit der Erste, der überhaupt Fuß hier fasst. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich dieses Gebiet entdeckt habe und deshalb darf ich es auch benennen. Und ich benenne es nach euch. Chat. Es gibt keine Aufzeichnung zu diesem Gebiet. Exakt Claim. Das ist alles Neuland hier. Es ist ein bisschen vergleichbar, würde ich sagen, wie die Mondlandung. Nur, dass es nicht gefaked ist. Okay. So. Ich habe mir das Guts-Schwert gemacht. Guts-Schwert. Aus Naruto. Guts kennt ihr bestimmt. Das ist wirklich ein ganz neues Gebiet. Ich glaube, ehrlich gesagt,
aus Versehen bin ich da in irgendeinen Code rein, also in so einen Programmcode reingeglitscht. Das ist ein bisschen wie Tron oder so, ne? Also irgendwie, ich glaube, ich dürfte gar nicht hier sein. Aber durch ganz besonderen Skill ist es mir gelungen. Also ihr seht es auch hier auf der Map, ne? Es wird hier nicht mal angezeigt. Ich bin irgendwo mitten im Ozean. Also, ich erzähle keinen Scheiß, Leute. Ihr wisst es. Ihr wisst, das ist der Real Deal hier. Kindly, Mikael, I see you thrown away. Something you should not have. Under any circumstances, how will your salvation offer to those who cannot be saved, when you could not even save your other self? Das gibt mir zu denken. I abandon here my love. So viele Messages. Ja, das stimmt. Ich wäre fast umgedreht und hätte dieses, ich hätte es fast nicht entdeckt. Aber dann habe ich mich wieder dran erinnert, dass ich ja genial bin. Und hab's entdeckt. Und guck mal, wie tief das noch darunter geht. Ich werd verrückt, ey. Ehrlich gesagt, ich sag euch was. Ich finde das noch ein bisschen geiler als bei Elden Ring. Die, wie heißen hier, hier. Siofra River und Ainsel und so. Das war natürlich auch mega geil, da runterzukommen. Aber man ist letztendlich einfach mit so einem langen Lift da runtergefahren. Nee, stimmt nicht. Du bist durch den Kometeneinschlag bist du da runtergekommen. Aber das erste Mal bist du hier mit dem Lift runtergefahren. Und jetzt haben sie quasi auch wieder so ein Unterweltenreich. Aber zum einen sieht das nicht alles mehr gleich aus. Und zum anderen musst du da jetzt halt richtig so runterclimben. Das finde ich noch ein bisschen geiler, ehrlich gesagt. Captain America. Was? Ich komme da nicht hoch. So, jetzt ist natürlich die, guck mal, da geht's auch runter. Das werden wir, glaube ich, nicht überleben. Da runter zu springen, da müssen wir schon. Erinnert mich ein bisschen an Ring City DLC von, was war es, Dark Souls 1, oder? War es 3? Ring City war 1, glaube ich, oder? 3, okay, sag ich doch. Wo gucken die denn da hin? Was ist da? Ist da was? Ich sehe nichts. Oh, hier, guck mal, Karamellsoße läuft aus dem Berg raus. Da ist ein Item. Grave Glove World 2. Ja gut. Nee, macht auch keinen Sinn. Ich wollte was Kluges sagen, dann habe ich gemerkt, es ist nicht klug, also sage ich es nicht. Trotzdem werde ich diesen Vogel da jetzt erstmal beseitigen.
Habt ihr in eurem Leben schon mal was Dummes gesagt? Ich glaube nicht, ne? Im Internet, die Leute, die sagen nie dumme Sachen. Das ist komischerweise immer nur im echten Leben, dass das passiert. Im Internet irgendwie nie. Das ist halt krasser. Ich habe auch noch nie was Dummes im Internet gelesen. Also ich habe selbst geschrieben. Alter, wie tief geht es da noch runter? Guck mal! Wie geht das? Ich weiß überhaupt nicht, wie kann man eine Map so vertikal bauen? Geht das überhaupt? Darf man das? Geht das nicht? Geht der Computer da nicht irgendwann kaputt, wenn er so viel in die Vertikale rechnen muss oder so? Das ist doch nicht in Ordnung, ey. Wisst ihr, wofür ich legit richtig viel Geld zahlen würde? Also da würde ich einen Spendenaufruf oder so machen für, wenn Joe Biden Elden Ring spielt. Aber ohne... ohne Summons. Alter, was geht ab? Wer, warum? Seit wann können diese Dinger sowas? What the fuck? Seit wann können die das? Die sind doch immer friedlich gewesen. Ich hab die extra nicht angegriffen. Was ist mit dem hier? Will er mich gleich angreifen? Oder bringt er sich auch nur in Sicherheit? Was mache ich denn jetzt? Vor allem die Schussfrequenz ist ja nicht gerade niedrig. Ja, was geht mit ihm? Kamera, hallo? Der ist irgendwie kaputt. Alter, was geht mit der Kamera, bitte? Alter. Was ist mit dem? Der ist doch irgendwie nicht, der ist doch nicht mehr ganz sauber. Das ist ja unfassbar. Wer weiß, wo noch mehr von diesen Laserwürmern sind. Laserwürmer? Wundert mich, dass das noch nicht in der Star Wars Serie aufgetaucht ist. Oh, warte mal. Geht's da rein? Hat der Wurm mich nur davon abgehalten, was zu erforschen? Lürmer, genau, Laserwürmer sind Lürmer. Luke, wir müssen Tantarion 4 angreifen. Warum? Die Lürmer. Oh nein, ich hatte es immer noch für ein Gerücht gehalten. Nein, sie sind wahr. Die Lürmer. Wie komme ich da hin?
Wo sind sie? Ja. Oh, nur noch einen? Nee. Wir müssten von weiter oben tatsächlich darüber, oder? Was mache ich denn jetzt? Ja, das Bonfire, das ist natürlich nett. Aber dann, ich habe echt Schiss vor diesem Laserwurm. Wahrscheinlich haben die Programmierer einfach das Memo falsch gelesen. Wir brauchen noch Lasertürme. Was, wir brauchen Laserwürmer? Hat er gesagt, hat Miyazaki gesagt. Dann baue ich halt einen Laserwurm. Ich hab's hier schwarz auf weiß. So, theoretisch müssten wir einfach hier runter können. So, zack. Leute, die 10 Minuten sind jetzt echt schon lange her. Aber was soll ich denn machen? Ich glaube, hier kann ich safe runter. Oder? Ja. Ist manchmal nicht so leicht zu erkennen, finde ich. Manchmal nicht so leicht. Guck, da geht's gerade rein. Siehst von Weitem, denkst du, hier voll der krasse Eingang, und dann kommst du hier hin, ist gar nichts. Aber hier geht's dafür weiter. Sorry. Velvet Sword of St. Trina. Oh, ein Schlafschwert. Immer sehr interessant. Schlafschwerter. Es gibt ja noch ein anderes. Es gibt nur ein anderes, ne? Da ist auch noch was. Na? Nope. Ach ja, wir können ja mal Feuer testen bei denen. Nein, das ist nicht Feuer, das ist Feuer. Ja, das funktioniert gut. Inflicts eternal sleep.
Hm. Lasst mich. Ach, jetzt sind wir hier oben. Aber warum? Hier kämen wir nur wieder. Da wäre ich auch hochgekommen, oder? Not sure. Aber hier war ich tatsächlich schon. Das heißt, es hat jetzt außer dem Schwert eigentlich gar nicht so viel gebracht. Aber gut, immerhin kann man natürlich so auch sehen. Aber mehr ist hier nicht, wie es scheint. Noch einmal gucken, gell? Ja gut, dann können wir aber auch... Ah nee, dann ist der Laserwurm wieder da. Aber das bringt ja alles nichts. Das ist direkt unter uns, ja. Da ist der Höhleneingang, ja. Okay. Aua. Warum wirfst du denn die Scheiße nicht? Jesus. Der haut auch. Aber der haut, glaube ich, weil ich ihn jetzt aus Versehen getroffen habe. Da ist jetzt jedes Mal random irgendein anderer Aggro von denen. Das ist der Bad Boy da hinten. Da ganz hinten der. Sag ich aber nochmal so. Ne? Ich sag ja, es hat gar nichts gebracht, dass ich das jetzt gemacht habe mit dem Bonfire. Jetzt bin ich doch wieder in der misslichen Situation, dass der Laser Tower gleich angreift. Dann. Wir sind sneaky, sneaky. Okay, scheiße. Das war nicht so schlau. Jetzt greifen auch noch die anderen Hoshis hier an, ey. Jetzt habe ich sie, glaube ich, alle gegen mich aufgebracht, die Würmer. Aua! Du Sau. Hier kommt die Verwandtschaft.
Starte runter, okay. LOL. Explosionscode. Okay, Leute, jetzt ist aber echt Schluss für heute. Wir wollen ja auch nicht zu schnell vorankommen. Wir wollen ja hier nicht zu schnell vorankommen.